Für Jessica steht mal kein Red Carpet Event an. Sie genießt einen der seltenen freien Tage zu Hause. Ich bin Luftlinie wirklich paar hundert Meter von meinen Eltern entfernt, paar hundert Meter von meiner Tante entfernt und somit habe ich es nie geschafft, wirklich irgendwie nach Berlin zu gehen oder nach Köln zu ziehen. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht. Auch wenn alle nah beieinander wohnen, durch die jobbedingten Reisen schafft es Familienmensch Jessica selten, ihre Lieben zu besuchen. In dieser Siedlung bin ich groß geworden. Hier zum Beispiel hat meine beste Freundin gewohnt. Hier war sogar meine Kommunion. Ich war auf dieser Schaukel hier mit 3 Jahren. Schon. Das muss man sich mal vorstellen. Meine Eltern wohnen genau da und die konnten also den ganzen Spielplatz hier, die ganze Area, wo ich hier gespielt habe, hatten die mich immer im Blick. Das war denen immer sehr wichtig. Guten Tag, das ist meine Mama. Ja. Papi, Hallöchen. Hallo. Ja, das sind meine Eltern. Mama, Papa, immer on fleek, top gestylt, mitten in der Woche. Wenn es coole Eltern gibt, dann sind es meine. Die sind auf jeden Fall richtig cool, nicht wahr? Ja. Meine Mama wartet noch auf Kinder, er muss noch ein bisschen warten, aber das kommt noch, Mama. Nicht für die Kinder, sondern für die Enkelkinder. Ja, meine ich doch. Was mich auch emotional sehr packt, auch wenn ich das vielleicht meiner Mama nicht zeigen kann, ist, dass ich Ende 20 bin und noch keine Kinder habe. Und das macht meine Eltern sehr, sehr traurig. Der Erfolg fordert eben seinen Tribut. Momentan scheint die Vorstellung, dass Jessica bald schon Mutter werden könnte, sehr weit weg. In jedem Fall ist Jessica der ganze Stolz ihrer Eltern. Ich hänge ja überall. Unsere erste beste Tochter. Die beste Tochter, ist ja super. Ihr habt nur eine. Ja, Mama, erzähl doch mal, wie war ich denn als Kind? War das liebes Kind, da muss ich sagen, artiges Kind, sehr gut in der Schule. Das war für mich eine sehr wichtige Sache. Also ich hatte eine strenge Mami, die wusste ganz genau, was ich mit mir machen muss. Dafür war der Papi weniger streng. Der war nämlich ganz lieb zu mir. Und mit Papa hatte ich immer ja, ganz viel Spaß. Also wenig Zeit, weil Papa war viel arbeiten. Aber dafür hatte ich meine Mama. Die hat mich eigentlich letztendlich richtig erzogen zu einem ganz, ganz braven Mädchen. Das, was ich heute bin. Oder? Aber bin ich traurig, dass wir uns Traum nicht gemacht oder geschafft haben. Welchen Traum? Ich wollte mal zum Dieter Bohlen eintreten und ein bisschen singen. Ich bin so froh, dass er es nicht gemacht hat. Und nicht geklappt. Und dass das Mama niemals zugelassen hat, weil das wäre echt ein bisschen kurios geworden. Wie man merken kann, komme ich aus einer verrückten Familie. Ich habe verrückte Eltern, aber immer noch jung geblieben. Die haben auf jeden Fall ihren Humor nicht verloren. Und ja, ich bin darüber sehr, sehr stolz und glücklich. Und jetzt gleich geht es auch für mich nach Hause. Und das nächste Mal, wenn ich frei habe, bin ich natürlich auch wieder zum Essen, Kaffee, Kuchen und Austausch hier.